Fideris ist ein Dorf im mittleren Prättigau, wo wie viele andere Bergdörfer einen grossen Teil seiner Finanzen aus dem Holzhandel bezieht. Die Auswirkungen vom Fremdenverkehr von den nahen Kurörten Klosters und Davos sind zwar im ganzen Prättigau spürbar, haben aber hier noch keine grossen Veränderungen im Dorf bewirkt. Im Winter beschäftigen sich immer noch etliche Einheimische lieber mit dem zwar anstrengenden, aber doch unabhängigen Holzführen, als Tausende von Gästen an Skiliftbügel ans Füttle zu drücken. Am Morgen nimmt allein der Weg zu den Holzbiegen rund 1,5 Stunden in Anspruch und der ganze Vorgang vom Laden dauert dann nochmal etwa 2 Stunden. 2 oder 3 Leute zusammen beladen nacheinander die Schlitten von ihren Ross. Auf! Komm, komm! Du, da hat man sollen, mit dem Schlitten hure blöd. Ja, aber gut, ja. Oh, ruck! Ruhe, da komm! Nie mit dem Wagen heben. Gut. Ho! Oh. Moment. Häppchen. Ho. Ho. Häppchen. Ho. Häppchen. Ho. 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 Länger genug. Oh. Übrig. Oh. 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 Was ein neues Vor, hä? Vorruck. Lang geht's. So heißt. Vorruck. Was klein. Ja, jetzt. Oh. Oh. Du musst dann auch präzise auf die Hornusloch sein. Hm? Hat sie auch schon anders gemacht im Winter, zum Beispiel bei Bergbahnen und so? Nein, das habe ich nicht. Sonst bin ich auf dem Bauernsechsen. Und was gefällt Ihnen denn besser? Ja, am besten der Holz vor dem Zolb. Macht Ihnen das denn auch noch Freude? Oder ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Es ist klar, ist ein bisschen eine strenge Arbeit, dass vielleicht in der Fabrik 8 Stunden wäre ringer. Aber wir hatten ja halbwegs 2 Rosen gehabt. Ich war ein einziger Bub, aufgewachsen bei den Rosen. Ich kann mich einfach nicht trennen davon, oder? Ja, wir sind eigentlich in der glücklichen Situation heute und haben immer noch, kann man sagen, genügend Rosen, um das Holz, das wir wollen, mit den Rosen ins Tal bringen, können führen. Wir haben dann aber sicher auch andere Transportmittel im Einsatz, wie Seilkran und Traktor mit Kranen. Wir haben die Erschliessung noch nicht so weit voran wie vielleicht andere Gemeinden. Es ist heute einfach schwierig vorauszusehen, wie die ganze Entwicklung weiterlaufen wird. Ho! 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 Oh, hu! Hätte du so warten? Ruhe! Hu! Ist denn wirtschaftlich genug, um das zu machen? Oder wäre es zum Beispiel bei einem Skilift günstiger? Würde man mehr verdienen? Ja, nein, ich verdiene schon nicht mehr. Da hat man schon mehr mit Holz führen neben der Bauerung. Und es ist halt einfach gäbig. Nicht, dann kannst du am Morgen, wenn du deine Arbeit fertig hast, kannst du nachher einspannen und kannst gehen. Und am Abend kannst du kommen und deine Sachen machen. Das ist einfach, bist du an Ort nicht abhängig von einem. Ist denn ein Ross zu halten noch wirtschaftlich genug? Ja, einmal für mich jetzt. Hauptsächlich, wenn wir hier im Bergbauern nicht mehr können, dann hat es einen Bauern brauchen. Einsetzen und aber hauptsächlich den Winter halt. Und dann auch kann man da Fülle haben, hauptsächlich aber gerade dann. Tut denn der Bund auch etwas dazu herzahlen?
Ja, also wir bekommen jetzt für ein Dienststaugel des Rosses bekommen wir 500 Franken vom Militär. Im Jahr? Im Jahr, ja. Muss es denn dafür einrücken? Ja, das muss einrücken, wenn es also wenn's leer ist, wenn es nicht tragend ist. Die Arbeit der Fuhrleute ist schwer und gefährlich. Pro Ross werden 3 bis 5 Stämme vorne auf den Schlitten aufgeladen und festgemacht. Dazu noch 2 Stämme an sogenannten Gundeln angehängt, sodass pro Fuhr rund 3 Kubikmeter Holz transportiert werden. Ja, wenn da hat es einen Schwanz, dann haben wir 3 Jahre und dann putzt du ihn noch mit zu Hause. Ich wollte aber wählen, wagen. Gut. Fertig. Die Köster sehen das Garen hier. Dann lass ich da aber mal Loch tun. Komm, hör! Auf selber präparierten Schneebahnen führen die Fuhrleute das Holz, das im Sommer geschlagen und vorbereitet worden ist, ins Tal. Dabei stehen sie auf dem Schlittenvorderteil zwischen Ross und Holz, in der einen Hand Zügel, in der anderen eine Schlaufe am Holz, um sich festzuheben. Das Führen von einem Ross mit voller Ladung verlangt nicht nur Einfühlungsvermögen ins Tier, sondern auch Geistesgegenwart und auch Reaktionsvermögen. Denn nur ein Schritt vom Ross neben draussen in den weichen Schnee kann ein Kippen von der Ladung oder noch Schlimmeres bewirken. Die Fuhrleute schaffen im Akkord, sind also daran interessiert, möglichst viel Holz auf das Mal ins Tal zu bringen. Ihr Gewerbe wird allerdings immer mehr von Lastwagen, Seilkran und sogar Helikopter bedrängt. Schuld daran ist nicht zuletzt auch der Fremdenverkehr, wo viele Bauern von diesem Beruf weggelockt hat, sodass einzelne Gemeinden gar keine Fuhrleute mehr finden, um ihr Holz zu transportieren. Und damit fast gezwungen sind, ihre Waldwege für den Lastwagenverkehr auszubauen. Der Heimweg dauert für die Fuhrleute nochmals eine knappe Stunde, sodass sie meistens am späten Nachmittag rechtzeitig zum Futtern vom Vieh wieder daheim sind. Wenn das Gelände steil wird, werden die Ketten, die sogenannten Kretzer, unter Kufen gelegt zum Bremsen. Eine Einhängevorrichtung erlaubt es den Fahrleuten, bei flacherem Gelände mit einem Sparz die Kette wieder auszuhängen und damit die Bremse zu lösen.